Jetzt gucken wir uns mal die Positionen von Rudi Assauer in seinem Leben an. Im Saarland geboren, aber schon mit 3 Wochen Bürger von Herten. Rudi Assauer ist ein Kind des Kohlenpotts. Das Hundeleder war damals die Faszination aller Jungs. Und so kam auch der kleine Rudi mit 8 Jahren zur Spielvereinigung Herten. Es ist noch einmal Reitgassel, Sturm und Assauer, der Stopper der Dortmunder, klärt auf der Linie. Ob beim BVB in Dortmund oder bei den Fischköppen in Bremen, Rudi Assauer schoss immerhin 13 Tore in über 300 Bundesligaspielen. 1981 fand der Schlotbaron dann seine wahre Berufung. Er wurde Manager. Seine Stationen: Bremen, Oldenburg und Schalke. Schalke und Assauer wurden zum Synonym. Mit ihm gab es den UEFA-Pokal und 2-mal DFB-Pokal. Die Meisterschaft blieb allerdings ein Wunschtraum. Ja. Die Jugend im Saarland ist ja eher zufällig zustande gekommen. Deine Mama hat Zwillinge erwartet. Und wie ging es dann ins Saarland? Ja, sie ist eine gebürtige Saarländerin gewesen. Sie ist im Saarland groß geworden. Die Familie von ihr war im Saarland zu Hause. Und wie gesagt, dann der Arzt meinte, es wäre besser aufgrund der Bomben, die gefallen und geflogen sind im Ruhrgebiet, ein bisschen mehr vielleicht als im Saarland, dann lieber ins Saarland zu gehen und da zu entbinden. Ja, und so ist es dazu gekommen, dass ich und meine Zwillingsschwester und ich dann im Saarland zur Welt gekommen sind und 3-4 Tage später wieder im Ruhrgebiet waren. Und dann ist der Ruhrpott deine Heimat geworden, da bist du groß geworden. Ja. Und deine wunderbare Zwillingsschwester hat dir sehr geholfen, über die Hürden in der Schule zu kommen. Ja gut, ich habe immer von ihr geklaut und ich habe nicht so großen Wert drauf gelegt damals in jungen Jahren, was die Schule betrifft. Aber irgendwann von Jahr zu Jahr, wo es weiter nach oben ging, musste man doch ein bisschen nachziehen. Wobei sie immer sehr freundlich zu mir war und mir immer geholfen hat, dass die Schularbeiten ordentlich gemacht worden sind. Also unter geklaut verstehst du hast abgeschrieben? Ich habe abgeschrieben, nur. Und damals hast du Straßenfußball à la Ruhrpott kennengelernt. Damals hat man noch so Bälle sich gemacht aus alten Wollknäuels und Stoff und Lumpen. Wollkoll und dann zusammennähen und nochmal. Ja, das waren so die ersten, Schritte um den Straßenfußball im Ruhrgebiet. Der hatte sich unheimlich verselbstständigt. Es gab dann hinterher nur noch Straßenwettkämpfe. Es hat kaum noch eine Mannschaft gegen eine andere Mannschaft im Jugendbereich. Aber die Straßenkämpfe waren immer voll und jeder wollte mitspielen. Und wann kam denn bei dir jetzt der Moment, wo du gemerkt hast, mit Fußball kann ich Geld verdienen? Du, überhaupt nicht im Grunde genommen. Ich habe Spaß dran gehabt und das Fußballspielen lag mir auch ein bisschen. Ne? Ich war nicht 100-prozentig, aber ich sag mal 80-prozentig davon überzeugt, dass ich es mal schaffe, irgendwo in einer Erstligamannschaft im Ruhrgebiet zu spielen. Im Laufe der Zeit. Und gut, das ist ja relativ schnell gegangen. Da war ich schon mit 18, war ich schon in der ersten Mannschaft. So, und letztendlich Fußball, Fußball, Fußball. Morgens zur Schule, Tonne mitnehmen, nur nicht richtig zuhören, weil von der Schwester abgeschrieben. Damals waren Mädchen und Jungs noch zusammen in der Schule, in der Klasse. Ja, heute dann, auch. Heute auch noch. Und mittags Schulende, ab nach oben. Ich musste nur über die Straße gehen, dann waren wir zu Hause. Also hier war die Schule, nur über die Straße. Und dann ein bisschen Mittagessen, aber nur ein bisschen, nicht so viel. Für den Magen ist nicht gut für ein Fußballspiel. Ja, und vorher abgemacht auf dem Platz, das heißt im Gelände der Schule. Also um 14 Uhr, genau an dem Punkt, Wettkampf, wupp. Augustastraße gegen Elisabethstraße. Also nur Fußball im Kopf. Nur Fußball in den Bären. Und dann kam aber der Moment, wo Tomalla, Tomalla, Tomalla in den Kopf kam. Oh, das war aber kurz nach dem 5. Weltkrieg. So. wie kommst du jetzt auf einmal auf diesen Riesensprung? Macht mir Spaß. Macht dir Spaß. Ja. Müssen wir ein bisschen pfiffig sein. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Kennengelernt beim Boxkampf in Berlin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer da geboxt hat. Genau, da war auf jeden Fall einer von den Klitschkos dabei. Und ich hatte da oben, wir hatten, glaube ich, ein Spiel gehabt. Wir hatten Samstags da gespielt und dann bin ich irgendwo mit jemandem mich verabredet. Okay, ich bleib da noch einen Tag in Berlin. Und dann irgendwo war dieser Boxkampf da und irgendwann lief mir Frau Tomalla über den Weg.
Das sagst du aber sehr locker. Ja, war auch locker. Oder liefst du ihr über den Weg? Das ist ja auch möglich. Ja, zumindest ist sie nicht weggelaufen. Ne? Also es war kein Crash da. Also noch gucken und nicht anfassen? Oder wie? Nein, ich habe nur versucht, zwei, drei Sätze, aber ich bin nicht angekommen, nicht durchgekommen. Und dann habe ich mir die Telefonnummer von ihr besorgt. Und dann ging es anschließend, dann eine Woche später ging es dann einfacher. Und dann habt ihr richtig Karriere gemacht. Du hast auf einmal als Schauspieler Karriere gemacht in diesem Werbespot. Ihr habt ja dafür die goldene Kamera gekriegt. Mhm. Und dann seid ihr auseinandergegangen. Und das ist natürlich ein Klatschthema erster Güte, wenn zwei so bekannte Persönlichkeiten, die so lange zusammen sind, auseinandergehen. Ja. Fragt man natürlich, warum? Was hat da nicht geklappt? Was war da los? Willst du da noch irgendwas sagen? Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Es hat nicht mehr so funktioniert in letzter Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal eine Auszeit und mal gucken, was daraus wird. Und im Moment ist es so, dass sie in Berlin ist und dort auch wohnt und ich in Gelsenkirchen, in der Weltstadt Gelsenkirchen bin ich zu Hause. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, dass es definitiv zu 100% aus noch nicht, aber es ist im Moment so eine Trennung da. Wir haben gedacht, okay, oder wir beide haben uns entschieden, haben gesagt, okay, lass uns mal ein bisschen der eine da, der andere da, ein bisschen Ruhe und ein bisschen in die Birne, mal ein bisschen durchgehen. Da gibt es ja auch eine Tochter von ihr, die hat, glaube ich, eine lange Zeit bei euch gewohnt und die ist jetzt auch nach Berlin gezogen. Ja gut, die ist dann, die hatte hier einen Freund, der kam aus Münster, deswegen wollte sie hier bleiben, in Gelsenkirchen. Das hat sich auch zerschlagen, aus welchen Gründen weiß ich nicht. Und sie ist dann jetzt bei Simone, nicht bei ihr, sondern nebenan irgendwo, kriegt sie jetzt ein Apartment und dann bleibt sie auch in Berlin, weil sie auch da viel zu tun hat, die Kleine schon. Hat sie denn manchmal, die Simone meine ich, dir gesagt, du guckst zu viel Fußball? Kannst du jetzt entspannter? Woher weißt du das? Ja, ich frage nur. Woher weißt du das? Ich könnte mir das vorstellen. Ich könnte mir das vorstellen, dass sie irgendwann mal gesagt hat, du mit deinem Fußball, geh mir endlich aus dem Sinn. Ja, das war in der Tat, war das mit entscheidend, dass ich ihm mal gesagt habe, okay, ich will Fußball sehen, ich möchte mir das und das ansehen und wie auch immer. Und dann warst du die ganzen Wochen dann unterwegs oder unterhalb der Woche und auch in letzter Zeit. Ich meine, früher war es ja nur, mein Job war Schalke 04, von morgens bis abends rund um die Uhr, bei Feiertagen und Weihnachten immer dabei. Und aber jetzt zum Letzten, wie gesagt, nachdem ich nicht mehr da in Amt und Würden war, trotzdem immer noch geguckt und einfach, weil ich großes Interesse habe, weil das ist das, was ich beurteilen kann, was ich selbst mal gut gemacht habe, denke ich mal. So, das kann ich. Was anderes kann ich nicht, aber das kann ich. So, und dann habe ich gesagt, okay, aber dann ist völlig klar, dann sitzt du da auf dem Sofa und guckst dir, was ich alle... Dann bist du einmal bei den englischen Vereinen, dann bist du bei den spanischen Vereinen, dann bist du da, dann bist du da. Und irgendwann sagt sie immer zu, bist du da ganz frisch in der Birne, jetzt gehen wir da vom Fernsehgerät weg. Und ich habe da immer geguckt, weil mich das interessiert hat, weil ich Spaß dran habe. Ne? War nicht so einfach. Also aus deinen Worten stelle ich zumindest fest, dass ihr eine gute Trennung habt, miteinander noch kommuniziert und dass das eventuell noch mal wieder gut werden kann? Es könnte passieren, denke ich, ja. Wenn sie jetzt natürlich die neue Werbung sieht mit Bruce Willis, ja. Die haben wir uns besorgt. Die wird erst ab Mitte März oder sowas überhaupt zu sehen sein. Ja. Wir wollen jetzt auch bitte nicht das Bier nennen, für das du da wirbst, sonst kriege ich Schwierigkeiten. Wieso? Aber wir wollen zumindest mal zeigen, Name, wir wollen wirklich mal zeigen, wie begabt du als Schauspieler bist, denn immerhin stehst du neben Bruce Willis. Und wer, ich muss sagen, wer ist Bruce Willis? Du machst dort wirklich eine gute Rolle, also bitteschön. Hollywood-Feeling mit Rudi Assauer und Bruce Willis. Hallo, Sie hatten einen Pilz bestellt? Hatte ich. Hatten Sie nicht? Hatte ich. Hast du nicht. Also ein tolles Ding geworden, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch. Kann das sein, dass das wieder so eine Serie wird mit Bruce Willis? Wie ist der Typ überhaupt? Also meistens denkst du ja, wenn er so groß ist, das ist ja jemand, der ist ja nicht irgendwo gerade Mittelmaß, sondern das ist ja einer, der sicherlich in der Welt bekannt ist als Schauspieler und als Filmdarsteller. Ein einfacher Mensch, sehr einfach, unkompliziert, mit dem konntest du über alles reden, haben Spaß gehabt ohne Ende. Also einfach ein super Junge, spricht ein bisschen radebrechend Deutsch,
weil er in Deutschland geboren worden ist, ne, in Deutschland, unten in der Garnisonstadt, wie heißt sie noch, da unten in der Nähe von Frankfurt. So, und wir haben uns super verstanden, absolut, und das ist ein toller Kerl, und ich denke, dass er mein Angebot jetzt im nächsten Sommer, dass er rüberkommt und wir, wenn wir nach Deutschland kommen und wir mal so eine Tour machen, er macht das, fährt gerne mit der Harley, ich zwar nicht so, aber vielleicht versuche ich es ja nochmal irgendwo mitzumachen, ja. Versuchst du denn auch irgendwann nochmal im Fußball irgendeine Rolle zu spielen? Könntest du dir vorstellen, nochmal einen Verein zu übernehmen? Nein. Wirklich nicht? Nicht mehr möglich. Aber du hast doch vorhin gesagt, das ist das Ding, was ich verstehe. Das ist mein Ding. Ja, gut, aber ich verstehe nach wie vor. Ich gucke Fußball nach wie vor und sage immer, was macht er jetzt für einen Pass wieder? Nicht? Und, aber ich wieder in diese Tretmühle. Aber wo soll ich denn hingehen? Da gibt's ja nur, es gibt ja nur 3 oder 4 Vereine maximal zum in Beispiel? Europa. Ja, aber Schalke 04 geht nicht. Warum nicht? Dann müsstest du mit dem Bagger durchs Gelände fahren und durch das Gebäude fahren, weil so viele Leute auf einen Haufen wegzuschieben, geht nur mit so einem Bagger. Also, das ist jetzt ein Beispiel, was mir nicht besonders gut gefällt. Noch dazu, ein Warum Bagger nicht? Spielt nachher noch eine Rolle, wenn wir über dieses Unglück in Köln reden. Deswegen schnell mal was Ernsteres wieder hier rein. Ich glaube, der Fußball und das Management des Fußballs hat sich einfach verändert. Früher hat der Fußball es erlaubt, dass ein Zampano sozusagen alle Entscheidungen getroffen hat. Und heute ist es mehr Teamwork. Vielleicht bist du kein Teamplayer. Das macht durchaus möglich sein. Aber letztendlich muss einer die Entscheidung, treffen. So, und da habe ich immer den Kopf reingesteckt und habe gesagt, okay, ich mache es da. Und wenn es schiefgegangen ist, habe ich auf den Kopf draufgekriegt. Aber man muss auch mal auf gut deutschen Arsch in der Hose haben und sagen, okay, wir machen das heute so und nicht so. Und das ist das Problem, das wir im Moment auf Schalke haben. Aber wenn jetzt ein Verein, der im Moment in Not ist, bei dir anfragen würde und sagen würde, Herr Assauer, können Sie uns nicht helfen, dann wärst du doch ansprechbar. Schwierig. Schwierig, weil es würde ja ein bisschen blöd aussehen, dass ich von meinem großen Verein Schalke 04 jetzt noch zu einem anderen Verein gehe. Das passt nicht, das passt nicht. Und ich denke, da hätte ich auch keinen großen Spaß dran. Wo ich Spaß dran habe, vielleicht irgendwo im Nachwuchsbereich, irgendwo jungen Leuten mal den einen oder anderen Tipp zu geben, was ich auch schon mache. Aber irgendwo fest wieder da auf dem Stuhl zu sitzen und rund um die Uhr und wie auch immer, schwierig, schwierig. Also ich drücke trotzdem die Daumen. Ich bin ganz sicher, irgendeiner wird fragen. Und, Angebote habe ich schon bekommen. Oder Fragen sind schon angelaufen und aufgelaufen. Aber es muss ja nicht gleich in der Bundesliga sein. Du warst ja auch mal in Oldenburg. Ja, wann? Ja, warum? Ja, ich gehe doch nicht mehr in die Kreisklasse. Na, warum nicht? Die spielen gerne Fußball. Aber da stell dir mal vor, du würdest jetzt, da gibt es einen neuen Sender, was weiß ich, der liegt ganz unten, da gehst du da hin oder was? Oder als Beispiel zu nennen. Aber. Nein, schwierig, ganz schwierig. Also nochmal in die Tretmühle zu gehen, es würde Spaß machen, wenn gewisse Voraussetzungen geknüpft wären. Dann könnte ich mir das noch vorstellen. Aber das dann nur bei Schalke 04, bei keinem anderen Club. Also ich bin sehr gespannt, was aus dir noch wird, was aus der Werbung wird und was aus deiner Beziehung zu Simone Tomalla wird. Herzlichen Dank, dass du heute Abend hergekommen bist. Wir haben noch viele interessante Gäste dabei. Bleib bitte bei uns, guck dir das an. Es gibt neben dem Fußball auch noch viele andere interessante Sachen. Dankeschön, Rudi Assauer.